herzlich willkommen zum Heimspiel in Erbach im Odenwald. Und wir sind heute im Fahrradladen von Ralf Berner, der mir jetzt hoffentlich aus das Rad abnimmt. Wow, danke Ralf. Selbst übrigens Olympiaathlet 1996 gewesen. Aber wir wollen uns heute um die Zukunft des hessischen Sports kümmern. Wir machen eine echte Talentreise durch ganz Hessen und sind jetzt hier in diesem Fahrradladen mit Jonas Rutsch, der gerade seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Jonas, du fährst auch schon eine Weile natürlich Rad, aber jetzt ist erstmal in so einem richtig großen Team. Wie ist es jetzt, diesen Vertrag unterschrieben zu haben? Viele Schulterklopfer jetzt schon gehabt? Ja, viele Schulterklopfer gehabt und es ist ein befreiendes Gefühl auf jeden Fall, weil man für seine Arbeit belohnt wird im Endeffekt. Und ja, ich freue mich riesig und schau jetzt voller Zuversicht in die Zukunft. Ne? Ja, und wir wollen uns diesen Mann nochmal genauer anschauen. Deswegen stellen wir ihn jetzt mal vor. Jonas Rutsch. Das ist Jonas Welt. Ein kleines Radsportteam verglichen mit denen, die die Tour de France fahren. Zuletzt bei der Deutschlandtour bekam er einen Vorgeschmack auf das, was ihn im nächsten Jahr erwarten wird. Denn er zieht nun ein in die große Welt des Radsports. Er konnte sich messen mit den Allerbesten. In einem Rennen mit Geraint Thomas oder Julien Alaphilippe. Über ihn werden Helikopter kreisen, ihn einfangen. Seine neuen Gegner werden die besten Profis sein. Jonas Rutsch hat sich das verdient. Er hat sich das hart erarbeitet. Er kann auch lange Berge fahren, bleibt lang dabei und kann sich unheimlich quälen. Jonas Rutsch aus Erbach im Odenwald hat es geschafft. Er gehört zu den 25 deutschen Radprofis, die 2020 in der World Tour fahren. Das ist die erste Liga. Mehr geht nicht. Ja, Jonas, wir haben es gerade im Film schon gehört, einer von 25 deutschen Profis. Was ändert sich denn jetzt in deinem Leben? Was läuft anders? Naja, also an sich werde ich weiter Fahrrad fahren, so viel steht fest. wird Sinn machen wahrscheinlich. Ja, genau, aber es ändert sich halt das gesamte Umfeld. Alles wird professioneller und das, wo ich jetzt jahrelang drauf hingearbeitet habe, wirklich auch hart, ja, ist jetzt einfach wahr geworden, wie so ein kleiner Traum und genau. Wie ist denn jetzt so der Alltag? Irgendwie morgens aufstehen, sofort aufs Rad, Mittagspause, Schlafmann, dann wieder Radfahren und kann man sich jetzt nur aufs Radfahren konzentrieren oder wie läuft das? Naja gut, es ist ja bei mir noch so, dass ich noch nebenbei ein Studium bei der Polizei habe und ansonsten werde ich jetzt meinen Fokus eben komplett aufs Radfahren legen. Das Umfeld dafür ist jetzt geschaffen und werde da auch noch einiges an Leistungen rausholen können. Jonas, wie ist es bei dir beim Radfahren? Ich meine, jedes Kind fährt Rad, ne? Wie merkt man eigentlich, ich bin echt ein besonders guter Radfahrer, ich bin eine richtige Rakete auf dem Rad. Naja, es wurde eben schon gesagt, also jedes Kind fährt erstmal Rad. Ich denke, es ist wie in anderen Sportarten auch, man muss in diesem Sinne Ball bleiben oder auf dem Rad und immer weiter hart an sich arbeiten. Das ist A und O im Radsport und dann kommt man auch voran, weil ich denke, dann kommt irgendwann der Erfolg und über Erfolg bleibt man eben auf dem Rad. Okay, wir haben hier ein paar Fragen vorbereitet. Was heißt vorbereitet? Das Publikum hat sie vorbereitet. Ein paar Bierdeckel, wo sie draufgeschrieben haben. Ich lese mal eine Frage vor, die ist an euch beide adressiert. Ich kenne sie auch noch nicht. Deine höchste gemessene Geschwindigkeit auf dem Rad? Das waren, glaube ich, 112 km/h. 112? 112 km/h letztes Jahr bei der Tour de l'Avenir. Das ist so die U23 Tour de France. Und ja, da fängt das Rad dann irgendwann so an zu flattern. Man liegt dann auch auf dem Oberrohr, um möglichst aerodynamisch zu sein. Und das heißt, man liegt auf dem Oberrohr? Also man setzt sich quasi aufs Oberrohr und macht sich klein, beugt sich über Lenker und ja, dann kommt es einem auch nochmal schneller vor. Und Angst oder nicht? Ja gut, irgendwann setzt dann der gesunde Menschenverstand ein. Aber Angst darf man nicht haben, weil sonst, ist mal falsch im Radsport. Das glaube ich auch, okay. Aber jetzt geht es erstmal ums Radfahren. Jonas, wir haben eine kleine Challenge hier vorbereitet, beziehungsweise du hast eine kleine Challenge vorbereitet. Zeig doch mal, wie das hier funktioniert. Ich glaube, es geht darum, wer am meisten Watt treten kann, oder wie hast du dir das vorgestellt? Ja, richtig. Also hier ist mein Trainingsrad. Das habe ich von daher mitgebracht. Hinten deine aktuellen Trikots, Deutscher Meister Schüler 2012. Ja, genau. Okay. Und dann haben wir hier so ein Apparat. Nennt sich Tacho. Und das Wort kenne ich sogar. Genau. Kein Fachwort. Dann ist es mein Heimtrainer sozusagen. Okay. Hier habe ich eine Wattmesskurbel und Watt entspricht einfach in diesem Sinne der Krafteinheit, die man aufs Pedal bringen kann. Okay, alles klar. Wie viel trittst du? Also maximal wurden bei mir mal 1712 Watt gemessen. Das 1712. In der Spitze. Und ganz kurz, wie ist es im Vergleich zu den wirklichen Sprintern, sag ich mal, die, glaube ich, am meisten Watt wahrscheinlich treten, oder? Ja, genau. Also richtige Sprinter kommen, Marcel Kittel ist Richtung 2000, wenn ich sogar drüber gekommen. Okay, Max Walscheid. Alles klar. Und ja, ich bin jetzt kein richtiger Sprinter. Ich bin relativ endschnell.
Aber ja, da bin ich noch ein bisschen endschnell weit. Endschnell ist auch ein schönes Wort. Genau. Würde ich mir auch gerne bezeichnen. Endschnell. Genau. Okay. Gut, alles klar. Du legst vor, ja? Man hat 30 Sekunden Zeit oder wie? Ich halte das Mikro, komm. Jo. Wo soll ich hin? Hier. Komm. Auch noch halten das Mikro, oder? Ja, ich halte jetzt noch das Mikro. Ah, okay, ja. Okay. Ja, fangen wir mal an. Ich drücke das mal ab. Ich hoffe, dass die Technik nicht versagt. Also 30 Sekunden hast du Zeit. Der Druck ist natürlich jetzt hoch, das weißt du. Ja. Du musst jetzt richtig performen. Ich sehe gerade 526 Watt, 630, 700. Ah, viel mehr kriegt er nicht hin. Ah doch, 870. Oh ja, das wird schwer zu schlagen, glaube ich. Jetzt geht's wieder runter. Wie läuft's, Jonas? Läuft gut? Läuft gut. Ja, okay. Was hast du heute gemacht? Was hast du noch vor? Ah, guck mal, er will nicht mehr reden. So. Okay. Ja, kurzer Applaus für Jonas. Alles klar, so, erklär mal, was hast du jetzt hier geleistet? Jetzt habe ich. Kommt gleich die Auswertung. Okay. Gesamtwerte. Warum schnaufst du so? Also, ich bin jetzt 721 Watt getreten. Ja. Maxleistung laut dem Gerät hier 874. Was heißt laut dem Gerät? Glaubst du, war es besser oder wie? Ich glaube schon. Sage ich auch gleich. Ja, und dann hat man hier noch Drittfrequenzdurchschnitt. Okay. Maximal. Also noch ein Wert, der interessant ist? Oder also die spielen ja eigentlich keine Rolle? Also die maximale Wattzahl und die durchschnittliche Wattzahl, ja? An sich die durchschnittliche hier jetzt. Okay, alles klar. So, genau. Dann darf ich jetzt mal, ja? Okay. Was darfst du mal? Dann nimm mal kurz dein Mikro. Und ich ziehe mal eins von deinen Trikots an. Ich hatte die vorhin schon mal anprobiert. Die passen eigentlich recht gut. Von einem deutschen Schülermeister 2012 passt mir. Wie alt warst du da? Da, 2012 war ich 14. 14? Oh. Ja. Okay. 14 Jahre, okay. Genau. Ja, ich bin 2 Jahre älter jetzt. Okay. Gut. Halt mal kurz mein Mikro, bitte. Schalt's mal kurz. Ich wollte schon immer mal so ein Radtrikot tragen. Ich finde, die sehen einfach extrem stylisch aus. Ja, gerne Applaus. Ja, okay, gut. Alles klar, Jonas. Was muss ich tun? Setz dich drauf. Ja. Gib mir dein Mikro am besten. Ist der Sattel denn für mich eingestellt? Ja, du musst es draufpassen. Ich denke, du bist nicht von der Sitzhöhe. Ja, normalerweise habe ich die Schuhe, die da hinten stehen. Okay, alles klar. So, ich bin bereit. Ich gut. Muss einfach so festtreten, wie ich kann, oder wie? Ja, genau. Ich drücke gerade mal ab. Okay. Und hopp. Okay. Wow. Was wäre gut jetzt für mich? Oh. Oh. Ja. Wie lange will ich noch? Weiter, na, sind jetzt bei 17. Wollen wir mal mit dem Sprechen versuchen, wie es bei dir ist? Ja, es läuft ganz gut. Ist okay. Ja. Noch 5 Sekunden. 5. Ja, gleich habe ich es. Und ab. Ja, danke. Ist ein Applaus wert. Gucken wir mal, hier ist die Auswertung. Das ist mega anstrengend. Wie lange machst du das normalerweise? Ja, im Winter kann schon mal passieren, dass man 3 Stunden auf der Rolle sitzt. 3 Stunden, aber nicht in dem Wattbereich, oder? Nee. Okay, wir werden mal. Gucken wir an. Gucken auf die Werte. Das waren jetzt Durchschnittsleistung 539. Das ist schon ganz gut. Maxleistung sogar 866. 866, wie viel dazu? Ich glaube 872. Ah, okay. Ja, genau. Ihr seid jetzt auch Profis, aber ihr habt natürlich auch jung angefangen, seid ganz jung auch ins Sportinternat gegangen, mit 15, mit 16 Jahren. Wie war das in dem Alter schon, die Familie zurückzulassen und die Freunde? Naja, am Anfang war das sicherlich hart, also zumindest für mich. Und das ist ein großer Schritt in Richtung dem professionellen Sport auch irgendwann, denke ich. Und das fällt am Anfang nicht leicht, aber ich denke, es ist auch ein notwendiger Schritt. Da muss man sich bewusst für entscheiden und dann, ja, sind die Weichen so gestellt, in diese Richtung gehen. Wer sind eure sportlichen Idole, Sjoke? Ja, ich denke, das hat sich ein bisschen gewandelt. Früher war es natürlich bei mir, wie wenn man in Deutschland groß geworden ist, klassisch Jan Ullrich. Mhm. Der war so in jungen Jahren mein Vorbild. Der einzige Deutsche, der bis jetzt die Tour gewinnen konnte. Warst du schon auf der Welt eigentlich? Ja, da war ich schon auf der Welt, okay. Genau. Ja, nee, 97 war ich noch nicht auf der Welt. Als er die Tour gewonnen hat, noch nicht. Das stimmt. Und jetzt mittlerweile ist es Tom Bohn, der hat seine Karriere jetzt auch beendet. Mir wird nachgesagt, dass ich einen ähnlichen Körperbau wie der gute Mann habe. Ja, das wäre ganz praktisch. Auch die Richtung ist dieselbe, Klassikerfahrt. Wie ist es bei dir, Jonas? Ich meine, dein Teamchef hat auch schon dir viele Vorschusslorbeeren erteilt, hat gesagt, du bist eine Maschine, du wirst auf jeden Fall mal Paris-Roubaix gewinnen, ja auch eines der bedeutendsten Rennen. Was macht das mit dir? Was löst es in dir aus? Ich muss sagen, das sind natürlich, wie du sagst, Vorschusslorbeeren, aber im Endeffekt geht es um Arbeit, die noch vor mir liegt. Ich muss weiter hart trainieren
muss an mir fallen und freue mich natürlich, wenn sowas über mich oder mir vorausgesagt wird. Aber im Endeffekt ist es noch bis zu diesem Paris-Roubaix-Sieg ein sehr, sehr weiter Weg und da steht erstmal viel Arbeit jetzt an. Wie läuft das denn eigentlich ab? Du hast ein sehr bedeutendes Nachwuchsrennen ja auch gewinnen. Gent-Wevelgem ist eines dieser bedeutendsten Nachwuchsrennen. Und nachher kamen dann, glaube ich, die ganzen Angebote auch, ne, von den Profiteams. Wie sondiert man da? Nach was für Kriterien geht man vor? Ja, also bei mir war das so, wie gesagt, ich konnte direkt bei meinem ersten großen Highlight dieses Jahr zuschlagen in Gent. Dann relativ schnell die Flandern-Rundfahrt der U23 nachschieben mit Platz 5. Und dann kamen die ersten Angebote und ich habe dann einfach mich mit den Leuten, die mich über die Jahre hinweg begleitet haben, auseinandergesetzt, gefragt, was ihre Meinung zu der Sache ist und wie sie dazu stehen und habe mich dann im Endeffekt für Education First entschieden und denke, das war die richtige Wahl. Jonas, bei dir, du wirst jetzt zum ersten Mal mit den richtigen Topstars in einem Team sein. Was ist so das, auf was du dich am meisten freust? Wo hast du vielleicht ein bisschen Respekt vor? Erstmal habe ich vor der neuen Situation Respekt und freuen tue ich mich darauf, einfach, wie schon gesagt, mit den Topstars zusammenzufahren, mich mit denen auch messen zu können und dann auch meine Grenzen aufgezeigt zu bekommen unter den Topstars. Da freust du dich drauf? Ja, da freue ich mich drauf, weil dadurch lernt man. Und ein gewisses Rennen, was du unbedingt mal in der Zukunft gewinnen willst auch? Also ein Klassiker, da stehen ja ein paar parat, ja, unter anderem Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt. Das sind sehen so wir am 1. Mai dann ja auch, ne? Da genau, mit. Der 1. Mai ist auch noch so ein Kreuzchen im Kalender. Genau. Okay, dann vielen Dank euch beiden. Ich hätte noch lange mit euch weiterreden können, war sehr, sehr interessant. Vielen Dank auch Ihnen allen hier, die hier waren. Ihnen zu Hause natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen.